Hey Guys und Girls und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen deutschen Zelda Tears of the Kingdom Video. Actually das erste deutsche Video, was ich aufnehme, deshalb lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und teilt das Video mit euren Kollegen, die auch Zelda Tears of the Kingdom spielen. Heute geht's um einen mega nice funktionierenden Glitch. Wie ihr sehen könnt, halte ich hier 5 Diamanten bereits in den Händen und im Inventar seht ihr, ich habe 19 Stück. Mehr als alle Topasse, Saphire und Rhodoniten zusammen. Da habe ich 15, hier 19 und ich habe noch 3 bei meinen Waffen, um die geht es heute. Ich würde sagen, wir springen gleich ins Video. Und ihr wollt auch nicht zu viel Gelaber hören, sondern Action sehen. Und das machen wir jetzt. Nämlich zuerst geht ihr hier an den Taburasa in die Village rein. Könnt ihr über den Turm auf dem Ulriberg dort fast bis nach unten reinfliegen. Und ja, dann seid ihr hier. Geht bei diesem kleinen Dude dorthin. Pupunda heißt er. Dann platziert ihr euch hier. Als nächstes drückt ihr auf Plus, speichert euer Game. Nachdem ihr es gespeichert habt, lädt ihr hier das Ganze nochmals, um es auszuprobieren, ob der Spot wirklich dafür geeignet ist, was dieser Spot 100% ist. Hier habe ich alles dupliziert, also alle 21 Diamanten habe ich hier dupliziert. Als nächstes wählt ihr eure Waffe aus, die ihr duplizieren könnt. Ihr könnt auch die Schilde hier an das Schwert dran tun, dann habt ihr 2 in 1, ihr dupliziert es und habt ein Schwert und ein Schild. Na crazy, 110 IQ Move hier oder 210 sogar. Ja, dann nehmt ihr dieses hier, hat ein Dia vorne dran, würde ich euch auch empfehlen, das zu fusionieren. Holdet R und dann, wenn ihr loslässt und das Schwert wirft oder den Speer, müsst ihr so schnell es geht Plus klicken. Und ihr könnt es auch wie ich so rückgängig machen, könnt mehrere Versuche haben, bis ihr es schafft und es klappt. Das hier war ein guter Versuch, wir gehen auf Laden. Laden den vorhin gespeicherten Spielstand vor so einer Minute, zwei und hofft, dass es dann hier ist. Sollte hier sein, war ein guter Wurf von mir. Muss ich mir Props geben, deshalb sollte er hier sein. Und hier ist auch schon das Schwert. Was ihr jetzt machen könnt, um unendliche Rupees zu bekommen, ist, ihr geht zu dem kleinen Dude, der Angst vor uns hat. Entschuldigt euch zuerst mal. Sorry, Pupunda, tut mir leid, ne? Ist nichts passiert. Darauf ist Verlass. Pupunda zerlegt das. Hat morgen schon in aller Früh geöffnet. Er zerlegt Waffen und Schilde für 20 Rubine. Sagt, ihr soll was zerlegen. Sagen wir, was ihr zerlegen wollt. Und dann nehmt ihr einfach euer Diasword hier. Lasst es euch zerlegen. Und es kostet 20, ihr macht 480 Profit, weil es so viel ein Diamond kostet. Wenn ihr es nebenan verkauft, könnt ihr das unendlich machen, solange wie ihr Bock drauf habt. Ich habe es vorhin eine Stunde gemacht. Und schaut euch das an, ihr habt hier den Dia, könnt auch das Schwert nehmen, wenn ihr Lust auf das habt. Ah, ihr habt schon genügend, dann nehme ich hier mein Diamantschwert und wiederhole das Ganze so viel Mal. Ich kann hier zu Peter gehen. Ein Kämmerlein, Peter sind wir schon morgen in der Früh für unsere Kunden da. Wir verkaufen hier nützliche Materialien. Wenn ihr etwas gefällt, nehmt es dir. Könnt ihr auch verkaufen. Seht 500. Gebt ihr die euch für einen Dia. Und ja, Diamond 480 Profit, ey. Ist crazy. Ist auch crazy, dass ich das halbe Video Englisch rede, weil ich englischen Content mache. Vor allem, aber ich dachte, ich mache für euch deutsche Fans, Schweizer, Österreicher. Ihr werdet dieses Tutorial sehr feiern. Und ja, perfekter Spot. Ihr könnt hier dupen. Duplicated eure Swords und so. Eure Diamonds. Dann zerlegt ihr sie. Kauft euch bei Peda, könnt ihr sie eintauschen und der kleine Dude hier wird euch alles schön
anfusen. Perfekt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video mit euren Kollegen, die eben auch Zelda Tears of the Kingdom spielen oder Breath of the Wild. Verbreitet die News, bevor es gepatcht wird. Ich würde sehr schnell das ausprobieren, bevor wieder alles gepatcht wird. Funktioniert für 1.1.2. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video oder Livestream. Bye bye, haut rein.